Am 10. September hat der Zoo Rostock zum großen Zoofest eingeladen, ein Familienfest. Auf der Bühne, auf dem Veranstaltungsplatz wurde den ganzen Tag über getanzt, Puppentheater gespielt und gezaubert. Es ist ein Familiensommerfest und das macht es besonders. Es ist für jeden was dabei, für groß, für klein, also ganz viele verschiedene Sachen. Man kann aktiv mitmachen, man kann sich einfach vor die Bühne setzen und das Programm genießen. Also wir haben ganz viele verschiedene Programmpunkte, die zum einen eben aktiv sind, wo man ganz viel mitmachen kann. Wir haben aber auch unsere Kooperationspartner im Boot. Also viele von unseren Partnern, die Viro, die Ostseesparkasse und so weiter, sind auch mit dabei und beteiligen sich mit tollen Aktionen, mit Kinderspielsachen, mit weiß ich nicht. Also ganz viele verschiedene aktive Geschichten, die unsere Kinder und auch die Eltern natürlich machen können. Rundherum gab es viel zu erleben, so gab es auch einen Trödelmarkt. Besonderes Highlight war der Surfsimulator. An der großen Bastelstraße und beim Gestalten von Stoffbeuteln konnten die Zoofreunde kreativ werden. Auch in Kampfkunst konnten Sportbegeisterte mal reinschnuppern und sich ausprobieren. In diesem Jahr wird es noch einige Veranstaltungen im Rostocker Zoo geben, auf die man sich freuen kann. Ende Oktober wird es gruselig, wenn der Zoo Rostock zur Gespensternacht einlädt. Auch ein spannendes Winterprogramm ist geplant.